Gewaltige Plattenbewegungen lösen eine bis zu 40 Meter hohe Tsunamiwelle aus, die alles vernichtet, was sich ihr in den Weg stellt. Ja, wir müssen in Japan sehen, dass die Erdbeben, die dort einwirken, an sogenannten Subduktionszonen stattfinden. Das heißt, dort, wo eine ozeanische tektonische Platte sich unter eine kontinentale schiebt. Das heißt, ein Erdbeben dort kann auch Tsunamis erzeugen und wird in der Regel Tsunamis erzeugen. Das heißt, Japan ist von Erdbeben und Tsunamis betroffen. Und darüber hinaus wissen wir natürlich auch, dass Stürme, Hurricanes hier auch eine ganz große Rolle spielen. Tropenstürme wie der Taifun Roke. Mit Windgeschwindigkeiten bis 200 Kilometern pro Stunde trifft er im September 2011 auf die Hauptinsel Honshu und setzt weite Landesteile unter Wasser. Über 1 Million Menschen werden evakuiert. Ein Notstand, dem die Japaner nicht unvorbereitet begegnen, denn ihre Geschichte ist voller Naturkatastrophen. Am 1. September 1923 erschüttert ein Beben der Stärke 8 die Bucht von Tokio. Eine Feuerwalze vernichtet die traditionellen Holzhäuser an einem heißen, windigen Tag. Die Bauvorschriften werden geändert. 1980 wird erdbebensicheres Bauen gesetzlich festgeschrieben. Doch 1995 kommt es in Kobe bei einem Beben der Stärke 7,3 zum Desaster. Verkehrswege wie der als erdbebensicher geltende Hanshin Expressway brechen wie Kartenhäuser zusammen. Ganze Stadtteile werden ausradiert. Vor allem das Krisenmanagement der japanischen Behörden versagt. Eine auf Befehl und Gehorsam aufgebaute hierarchische Gesellschaft erweist sich als handlungsunfähig im Krisenfall. Hilfstruppen rücken nicht aus, weil die Order von oben fehlt. Nur die Nachbarschaftshilfe funktioniert, die staatliche Hilfe läuft erst nach Tagen an. Japan versucht aus Kobe zu lernen. Die Notfallpläne schreiben alljährlich stattfindende Katastrophenübungen vor. Die Bevölkerung trainiert den Ernstfall. Beim Bauen kommen neue Technologien zum Einsatz. Hochhäuser werden auf schwingende Stahlkonstruktionen gestellt, die die Schwerkräfte der Erdbebenwellen absorbieren sollen. Wichtige Versorgungssysteme werden redundant ausgelegt in einem Tunnelsystem für Gas, Wasser und Strom unter Tokio. Japan baut das weltweit beste Frühwarnsystem für Erdbeben und Tsunamis auf. Beim Tsunami im März 2011 retten 15 Minuten Vorwarnzeit Zehntausenden Menschen das Leben. Sie können sich in Sicherheit bringen, bevor die Welle das Land erreicht. Am Standort des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi überflutete eine 15 Meter hohe Welle die Reaktoren. Eine Gefahr, die den Experten der Atomenergiebehörden nicht unbekannt sein durfte. 2007, 2008 hat es einen Review gegeben der Internationalen Atomenergiebehörde zu der japanischen Atomaufsicht, hat die begutachtet und für vorbildlich erklärt. Heute wissen wir aber, dass die Fehler der Atomaufsicht entscheidend waren für den Unfall, denn die hohen Tsunami-Höhen, die waren durchaus bekannt. Die Behörde hat es aber verabsäumt, tatsächlich strenge Maßstäbe dem Betreiber vorzuschreiben. In Fukushima fielen die Kühlsysteme aus, die nukleare Kettenreaktion geriet außer Kontrolle. Es kam zur teilweisen Kernschmelze, dem Super-GAU. Das wahre Ausmaß der Nuklearkatastrophe brachten die Betreiberfirma TEPCO und die japanische Atomsicherheitskommission nur zögerlich ans Licht. Insgesamt wurden 210.000 Menschen evakuiert, Lebensmittel wurden verseucht und viele Millionen Kubikmeter kontaminierten Erdreichs abgetragen. Alle 54 japanischen Kernreaktoren werden zurzeit einem Stresstest unterzogen. Nur zwei sind noch im Betrieb. Ihre Betriebssicherheit wurde von der IAEA bescheinigt. Frage an den Atomwissenschaftler Klaus Traube. Was haben die Japaner tatsächlich getan, um ihre Atomreaktoren sicherer zu machen? Bisher noch gar nichts. Es gibt auch in Japan eine Debatte darüber, nach sogenannten Nachrüstungen. Die ist aber nicht abgeschlossen. Nachrüstungen der japanischen Kernkraftwerke sind kaum möglich. Und das Risiko weiterer Atomkatastrophen durch Naturgewalten bleibt extrem hoch.
Atomenergie hat nirgendwo eine Zukunft, schon aus ökonomischen Gründen nicht. Die Atomenergie ist beendet, mehr oder weniger weltweit. Die Katastrophe von Fukushima und ihre Folgen sind keine ausschließlich nationale Angelegenheit der Japaner mehr. Der Konflikt über die Zukunft der Kernenergie hat längst eine globale Dimension erlangt. Ich freue mich, Ihnen zwei weitere Gäste vorstellen zu können. Reinhard Zöllner, schönen guten Abend. Guten Abend. Professor für Japanologie und Koreanistik an der Universität Bonn. Sie waren zur Zeit der Katastrophe in Japan, auch schon bei uns in der Sendung, und haben inzwischen ein Buch über Ihre Erlebnisse geschrieben. Japan, Fukushima und wir, Zelebranten einer nuklearen Erdbebenkatastrophe. Und ich begrüße Hiroomi Fukuzawa. Schönen guten Abend. Er ist Japanologe, lehrte mehr als 30 Jahren an der Freien Universität Berlin und arbeitet aber das nur nebenbei seit 20 Jahren mit japanischen Regisseuren, nicht nur bei der Berlinale. Außerdem haben Sie ein Netzwerk, eine Hilfsorganisation gegründet und waren ja 2011 dann auch deswegen in Japan. Wie hat man Ihr Netzwerk, Ihre Hilfsorganisation aufgenommen? Die japanische Bevölkerung, besonders wo wir gewesen sind, der Opfer von großen Tsunami gewesen. Natürlich, sie haben unseren Besuch sehr, sehr gefreut, dass sie erfahren haben, dass wir extra aus Deutschland, ganz, ganz weit im Land, gekommen sind. Wir waren ja zu 16 und außer mir alle Deutsche. Und natürlich, wir konnten vielleicht eher symbolische Hilfsarbeiten leisten, aber diese Anteilnahme vor Ort zu zeigen, das haben sie richtig verstanden und sie haben sich sehr, sehr gefreut. Es war ja für Hilfskräfte am Anfang, egal wo sie herkamen, eigentlich sehr, sehr schwer, an den Aufräumarbeiten zum Beispiel wirklich teilzunehmen. Ja, weil zuerst gab es ja so viele Tote. Das heißt, unter Trümmern lagen ja ganze Menge Leichen. Deswegen normal, solche freiwillige Helfer durften gar nicht hin. Das sind ja die Arbeit der Feuerwehrleuten oder Armee. Mhm. Also nach 2 Monaten eventuell durften wir überhaupt dahin. Obwohl ja die Leute, also wenn man ans THW denkt, also technisches Hilfswerk, das sind ja Leute, die in solchen Katastrophengebieten, also Türkei beispielsweise bei Erdbeben, auch schon dabei waren, also Leute, die ja eigentlich Erfahrung haben. Aber soweit ich mitbekommen habe, Deutsche, diese Hilfsleute waren nicht auf die Tsunami-Opfer vorbereitet, sondern nur Erdbeben. Mhm. Aber die Opfer, diese ungefähr 20.000 Tote in Japan, entstanden durch das Ertrinken. Ja. Deswegen, da war nicht richtig vorbereitet. Ja. Leider. Wir haben eben gehört, Herr Zöllner, dass Japan ein extrem gutes Frühwarnsystem hat. Sie haben uns ein kleines Beispiel für so ein Frühwarnsystem mitgebracht. Ja, in meinem iPhone habe ich eine Anwendung, die haben jetzt viele Japaner auf ihren Telefon installiert. Ein Frühwarnsystem, das einem Meldungen gibt über das Telefonnetz, wo man dann die Meldungen kriegt über die Erdbebenintensität. Und man kann dann auch sich anschauen auf einer Karte, wo es stattfindet. Sie haben mir das eben gezeigt. Ich war erstaunt. Also da waren ja eine Menge von Ereignissen in den letzten Stunden. Immer schön mit Zahlen, 1, 2, und das ist ja die Erdbebenstärke. Also ich meine, das würde bei uns ja schon auffallen, wenn wir eine Erdbebenstärke 2 haben. Das würde wahrscheinlich in der Zeitung stehen. Das ist eine Intensität, nicht die Stärke. Die Stärke ist die Magnitude, die Intensität ist das, was oben ankommt. Okay, aber das, also nicht Richterskala? Nein, nein, das ist die japanische Skala. Okay, ja, dann erklärt es das. Japan ist ein extrem hochtechnisiertes Land. Die Leute, die Atomkraftwerke gebaut haben, wussten, wo sie das tun. Dass sie das auf einem Erdbebengebiet tun und in einem Land, das einfach, ja, wo es risikoreich ist, solche Reaktoren zu bauen. Warum, glauben Sie, hat man, obwohl man auf Nachhaltigkeit in Japan ja sehr viel Wert legt, warum hat man nicht die Sicherheitsstandards nach dem Wissen, das man hatte, eigentlich ausgerichtet, also höhere Mauern beispielsweise? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Also nicht ganz. 1960, als Fukushima 1 gebaut wurde, war die Plattentektonik der Erde noch so gut wie unbekannt.
Daran haben damals nur Spezialisten geglaubt, die mal sowas gehört hatten. Aber dass es ein Erdbebenland ist, ich meine, das weiß man ja seit dem frühen Mittelalter. Natürlich, natürlich. Und klar, da hat es auch Auslegungen gegeben, Vorschriften gegeben. Es hat auch immer wieder Überprüfungen gegeben. Und die Elektrizitätsunternehmen mussten immer wieder Fragen beantworten der Regierung. Sind diese Kraftwerke jetzt noch entsprechen die dem letzten Stand? Sie haben immer wieder gesagt, ja, entspricht. Manchmal haben sie auch Auflagen bekommen, macht man einen höheren Wellenbrecher davor. Ist auch geschehen, aber dieses Erdbeben in der Stärke, in dieser Gewalt mit dem anschließenden Tsunami war in der Rechnung nicht drin, leider. Ja, aber dazu möchte ich was sagen. In Japan sind zwei Behörden in dem Wirtschaftsministerium untergebracht. Mhm. Eine Behörde fördert den Ausbau der Kernreaktoren. Und die andere, zweite Behörde, Aufsichtsbehörde, also als ob die Gaspedal und Bremse in einer Hand. Ja. Das natürlich funktioniert nicht. Deswegen diese Warnungen aus verschiedenen, zum Beispiel auch im Ausland, oder es gab ja in Japan, einige Wissenschaftler davor gewarnt haben, vielleicht käme es ja eine große Tsunami, als man diese Schutzmauer übersteigt. Aber das haben sie nicht richtig ernst genommen. Mhm. Herr Flugbeil, wie sah das denn sozusagen aus der nicht-japanischen Perspektive aus? Also wie hat das Ausland die Atomkraftwerke beurteilt? Naja, an Japan war immer in Kritik wegen dieser besonders verschärften Situation in Japan. Aber dieses Erdbebenproblem ist ein Thema, was nicht nur Japan kratzt. Nicht? Also wenn man sich das geologisch überlegt, liegen die Kernkraftwerke alle an mehr oder weniger großen Strömen. Und die Ströme bevorzugen solche Stellen, wo solche tektonischen Platten aneinander stoßen. Das sind aber auch gleichzeitig die Stellen, wenn es Erdbeben gibt, dann gibt es sie da. Sodass das eigentlich ein Grundproblem ist, was alle Kernkraftwerke betrifft, was man nicht nachbessern kann. Das hat man, wie Sie richtig sagen, in den ersten Jahren unterschätzt. Und seit man es weiß, also auch bei Tschernobyl spielt dieses Thema eine große Rolle, versucht man nach Möglichkeit darüber nicht zu reden, weil die Konsequenzen einfach zum Abschalten zwingen würden. Ja. Oder wird zu teuer. Ja, das kann man nicht machen. Man kann Erdbebensicherheit nicht nachbauen, nicht nachrüsten. Nicht? Da müsste man an den Fundamenten was machen. Das geht nicht. Nicht? Also das ist ein ganz starkes Grundargument gegen Kernkraftwerke überhaupt weltweit, auch in Deutschland. Es gibt im japanischen Begriff, ich hoffe, ich sage das richtig, Tate Shakai, vertikale Gesellschaft. Ja. Also praktisch eine Gesellschaft, die fast schon feudal militärisch geordnet ist, von oben nach unten. Das spiegelt sich in der Sprache wider. Also man gibt in der Sprache ja Auskunft darüber, wie man die Autorität des anderen einschätzt, wenn man redet. Wie verträgt sich das mit flexiblem Handeln? Also wir haben ja in dem Film zum Beispiel gehört, dass Pumpen durchaus da waren. Man hat die Pumpen nur nicht abgeholt, weil man die Chefs vorher hätte fragen müssen. Die hat man aber nicht erreicht, also hat man lieber die Pumpen da gelassen. Flexibel handeln ist das besonders schwierig für normale Japaner, weil von der Kindheit an durch die Sozialisation diese vertikale orientierte System gewöhnt und verinnerlicht sind. Deswegen, wenn man das freie Handeln tun würde, dann, wenn ein Fehler passiert, dann müssen sie alles selbst verantworten. Dann lieber lass das oder lassen wir das. Also ich glaube, ganz so feudal ist Japan nicht mehr. Ich habe es jetzt etwas überspitzt gesagt. Klar. Vielleicht in den 50er Jahren noch so, in den 60er Jahren, zur Zeit, als die Godzilla-Filme gedreht wurden. Inzwischen ist, glaube ich, das Problem, dass der Kompetenzordnung sind so viele parallele Kompetenzen aufgebaut worden, von der Lokalverwaltung bis hin zu den Fachministerien, dann die Feuerwehr, die Polizei, die stehen alle unter anderen Befehlsstrukturen und Strängen. Und es ist gar nicht so leicht, von einem Strang auf den nächsten zu kommen. Also wer die Polizei anfordern will, der kann das nicht direkt machen, sondern der muss wissen, auf welchem Amtsweg sozusagen er vorgeht. Und das ist ein echtes Hindernis. Bei der Kernenergie ist das noch eine Zwickmühle, die sich nicht lösen lässt. Man hat mehrfach hin und her geschwankt. Sollte man versuchen, alles nach Möglichkeit automatisch von Computern regeln zu lassen?
Oder gibt es möglicherweise Situationen, wo tatsächlich ein pfiffiger Ingenieur richtiger handeln kann als ein Computer? Aber in beiden Fällen, also auch Ingenieure können irren in ihren Maßnahmen, wie die bisherigen Pannen gezeigt haben. Nicht? Man kommt nicht drüber weg, dass das sehr komplexe Systeme sind, die man nicht so bauen kann, dass Fehler immer gut gehen und dass Fehler verziehen werden. Das ist nicht möglich und die Konsequenzen sind halt schlimm, besonders schlimm. 20.000 Protestanten durch Tokio, das ist gemessen an japanischen Zuständen eine Sensation. Laut einer Umfrage der Japaner